Martin Griese für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Vor kurzem hat eine 15-jährige Schülerin aus Dresden den Preis für Zivilcourage gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus erhalten. Und sie hat Zivilcourage gezeigt, als sie sich gegen antisemitische und fremdenfeindliche Äußerungen an ihrer Schule und in WhatsApp-Gruppen zur Wehr gesetzt hat. Da wurde der Hitlergruß gezeigt, da waren entwürdigende und schreckliche Fotos der Opfer des Holocausts. Ihre Mitschüler haben sie ausgelacht, aber sie hat sich dagegen gestellt. So etwas verdient Lob und Anerkennung. Emilia, diese Schülerin, die ihren Nachnamen nicht veröffentlicht sehen möchte, hat dann einen Teil des Preisgeldes an den 14-jährigen Berliner Schüler, einen jüdischen Schüler, gespendet, der wochenlang gemobbt, bedroht und angegriffen worden ist an seiner Schule. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist bedrückend, dass das Wort Jude inzwischen eines der häufigsten Schimpfwörter auf unseren Schulhöfen ist. Und vor kurzem, Pauder hat es schon genannt, vor kurzem hat ein deutscher Mann 6 Minuten lang hier mitten in Berlin die Besitzer des Restaurants Feinbergs, ein Treffpunkt mit guter israelischer Küche, massiv antisemitisch beschimpft. Juden gehörten ins Gas, hat er da gerufen, vor laufender Kamera. Judenhass öffentlich mitten in Berlin. Das war kein importierter Antisemitismus, sondern das zeigt leider, Antisemitismus gab und gibt es mitten unter uns. Es gibt den direkten, oft gewalttätigen. Es gibt subtile Aktionen, auch dort, wo Juden leben oder die kaum Juden leben oder der Absender gar keine jüdischen Bürgerinnen und Bürger kennt. Es gibt Antisemitismus im Internet und wenn israelische Fahnen und Symbole vor dem Brandenburger Tor verbrannt werden. Alles das verurteilen wir aufs Schärfste und wir brauchen mehr couragierte Menschen, die dagegen aufstehen. Wir stellen uns eindeutig auf die Seite derjenigen, die gegen Hass und Antisemitismus aktiv sind. Und ich bin sicher, das ist die Mehrheit in unserer Gesellschaft. Und für uns gilt, Antisemitismus bekämpfen wir in jeder Form. Und gleichzeitig jüdisches Leben in Deutschland wollen wir fördern und unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kauder hat schon den Bericht der Expertenkommission des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus erwähnt. Danke nochmal sehr herzlich dafür. Ich bin froh, dass wir heute Konsequenzen aus diesem Bericht ziehen. Das Hauptfazit des Expertenberichts lautet, Antisemitismus ist kein Problem der Juden, sondern der Gesellschaft. Das heißt, es geht uns alle an. Staat und Gesellschaft, Parteien, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Medien und jeden Einzelnen. Und erschreckend ist für mich, gerade auch als Historikerin, die sich intensiv mit der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden beschäftigt hat, wenn so eine Schlussstrichmentalität aufkommt, als ob wir überhaupt keine Verantwortung dafür hätten, was aus unserer Geschichte wird. Besonders schlimm ist das, wenn das auch noch öffentlich unterstützt wird. Die skandalöse Hetze gegen das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist eine Schande und der dafür Verantwortliche AfD-Spitzenpolitiker ist weiterhin Mitglied seiner Partei. Das ist eine Schande. Dieses Denkmal hier mitten im Herzen Berlins ist ein würdiges Zeichen der Erinnerung an die Opfer der Shoah. Es steht genau an der richtigen Stelle. Im Herzen Berlins erreicht es die Herzen vieler Menschen, die unsere Hauptstadt besuchen und die damit an unsere Verantwortung für unsere Geschichte erinnert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders oft zielt der Antisemitismus auf den Staat Israel und auf seine mehrheitlich jüdische Bevölkerung. Das wird dann immer gerne Israel-Kritik genannt, ein verschleiernder Begriff, den es zu keinem anderen Land gibt. Selbstverständlich ist Kritik an der Regierungspolitik von Herrn Netanyahu und auch an der Siedlungspolitik im Westjordanland kein Antisemitismus. Wer aber seine Ablehnung auf das Land, auf die Bevölkerung insgesamt und pauschal überträgt und wer seine wohlfeile Kritik mit judenfeindlichen Boykottaufrufen und antisemitischen Klischees vermischt, der muss und der wird auf unseren entschiedenen Widerspruch stoßen. Dazu zählt auch der Vergleich der israelischen Regierung mit den Nationalsozialisten und das Infragestellen des Existenzrechts Israels. Das dulden wir nicht. Das Existenzrecht Israels und die Sicherheit Israels sind für uns nicht verhandelbar.
Antisemitismus und Antizionismus finden sich in allen politischen Lagern. Sie sind kein Randphänomen. Sie sind am häufigsten, Herr Kauder hat es schon gesagt, im Kern rechtsextremer Positionen zu finden. 90% aller Straftaten kommen von rechtsextremen Seiten. Aber ja, es gibt auch Antisemitismus unter denen, die aus Ländern Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens zu uns gewandert sind und in deren Herkunftsländern man von klein auf ein Feindbild der Juden und des Staates Israel vermittelt bekommt. Neben der Religion scheint die Herkunftsregion von größerer Bedeutung zu sein. Und gerade deshalb sage ich so deutlich, wir dürfen Minderheiten nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin dem Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Herrn Josef Schuster, sehr dankbar, dass er erst kürzlich in einem Interview in der Frankfurter Rundschau gesagt hat, Muslime sind nicht der Feind der Juden. Vielen Dank dafür. Wir müssen deshalb alle Erscheinungsformen des Antisemitismus entgegentreten, durch Aufklärungsarbeit, durch Dialog, unabhängig von der Herkunft oder der religiösen Zugehörigkeit. Und ich freue mich, dass es gerade Initiativen gibt, in denen Christen, Juden und Muslime gemeinsam gegen Antisemitismus aktiv sind. Wir schlagen heute konkrete Punkte vor, um die Arbeit gegen Antisemitismus zu verstärken. Wir wollen einen Beauftragten einsetzen. Vielen Dank für die klare Zusage, Herr Kauder. Wir wollen ihn gerne im Kanzleramt ansiedeln, um die zentrale Bedeutung noch mal zu betonen. Viele Experten haben das so empfohlen, auch Charlotte Knobloch, die ehemalige Vorsitzende des Zentralrates, hat noch mal betont, es ist wichtig, dass dieser Antisemitismusbeauftragte, ich zitiere, mehr als symbolischen Charakter haben muss. Wir wollen zum Zweiten das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Antisemitismus nachhaltig und gezielt fördern. Wir wollen es ausreichend finanziell ausstatten und verstetigen. Die SPD-Fraktion ist weiterhin dafür, das mit einem Demokratiefördergesetz zu tun. Wir müssen das Straf- und Versammlungsrecht überprüfen, ob es ausreicht, um solche Taten wie das Verbrennen der israelischen Flagge und andere antisemitische Ausschreitungen zu ahnden. Und wir müssen die antisemitischen Straftaten besser erfassen. Wir verurteilen aufs Schärfste die BDS-Bewegung, die mit Boykott, Divestment und Sanctions, also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, gegen israelische Geschäfte und Waren vorgeht. Und man muss sich das mal vorstellen, ich finde es unerträglich, Aufrufe zu sehen, Waren nicht zu kaufen, weil sie aus Israel sind. Ich will in dem Zusammenhang auch ganz klar sagen, dass die Tatsache, dass neulich eine Fluggesellschaft, in diesem Fall war es Kuwait Airways, israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von Deutschland aus nicht transportiert hat und sie damit ja auf deutschem Hoheitsgebiet diskriminiert hat, dass das Folgen haben muss. Und mein dringender Appell geht dahin, in den europäischen und internationalen Luftverkehrsabkommen und im deutschen Luftfahrtrecht eine solche Diskriminierung zu ahnden. Ganz besonders wichtig gegen Antisemitismus sind Bildungsangebote und Begegnungen. Wir schlagen hier vor, in den Integrationskursen Geschichtsvermittlung auszubauen, auch Moscheegemeinden und muslimische Träger im Dialog mit jüdischen Partnern einzubeziehen. Mir liegt besonders der Jugendaustausch am Herzen. Ich weiß aus der eigenen Erfahrung, dass der deutsch-israelische Jugendaustausch eine ganz wichtige Sache ist. Das Interesse Jugendlicher ist regelmäßig größer als die Mittel. Und wir sagen hier klar, dass wir den zu einem deutsch-israelischen Jugendwerk mit bilateralen Strukturen ausbauen wollen. Kollegin Riese, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Nolte? Nein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Antisemitismus ist über 70 Jahre nach der Shoah, nach der Entrechtung, Verfolgung und Ermordung von 6 Millionen Menschen immer noch in der deutschen Gesellschaft vorhanden. Und deshalb sage ich für meine Fraktion ganz klar, aufgrund unserer Geschichte tragen wir als Deutsche eine besondere Verantwortung im Kampf gegen den Antisemitismus. Und ich betone auch, wir sind dankbar, dass es trotz des Holocausts wieder jüdisches Leben, dass es Synagogen, jüdische Kindergärten und Schulen, Kultur und Vielfalt in Deutschland gibt. Die Erinnerung an die Geschichte ist uns Verpflichtung für jüdisches Leben in Deutschland, für das friedliche Miteinander und für eine gute gemeinsame Zukunft einzutreten. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort